Gut. Da hätten wir jetzt noch einen Grüner. Ich wusste gar nicht, dass ich den Traumjäger auch mit normalen Waffen... Ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich muss ihn mit der Engelswaffe töten, weil er halt blau war. Und das heißt ja meistens, dass sie nur mit einer bestimmten Waffe gehen. Da komme ich nicht rein. Bin ich jetzt blöd? Ah, da. Oh, Verbesserung. Komm zu mir, wenn du kannst, Dante. Ich warte schon auf dich. I am here. Die Firma. Ja, gleich. Warte, ich will erstmal Verbesserung holen. Aquila ist echt eine geile Waffe. Tornado, Big Slick. Ah, ne, das war ja nicht so toll. Ich wollte, genau, da wollte ich Feuerwerk kaufen. Plus Stufe 2. Über Neon Ivory benutze ich zurzeit nix. Eryx. Schmettern. Stampfen, das hatten wir, ne? Ja. Stampfen Stufe 2. Schlangenaugen Stufe 2. Machen wir mal. Ab und zu benutze ich die ja. Was haben wir denn noch? Ja, die benutze ich gerade kaum. Die auch. Rebellion. Trieb. Genau. Schnellstufe. Schnellstufe. Ah, geht nicht. Okay. Gut. Das war's dann. Große werden gut geschützt. Die einzige Ausnahme ist die 87. Etage, die leer steht. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Die 87. Etage, aber ich gehe gerade nach unten irgendwie. Oder ist das jetzt nur so ein Nebenweg? Ja, ist nur ein Nebenweg. Gut. Mal sehen. Also, Aufzug. Ja, alles klar. Hier trennt ihr euch. Dante, begib dich zum Ostflügel. Virgil, du gehst zum Westflügel, wo sich der Hauptserverraum befindet. Viel Glück. Dir auch. Dante, du musst eine Überführung in den Ostflügel nehmen. Die Überführung befindet sich entlang dieses Weges. Virgil wird erst die Server im Westflügel übernehmen. Er wird den Weg für dich öffnen. Okay. Rote Kugeln, rote Kugeln. Gut. Noch ist hier nicht wirklich was. Nein! Gut, besiegt. Links rein. Das finde ich auch mal witzig. Jetzt haben sie jetzt mal ein bisschen was anderes hier reingebracht. Und zwar zeichnet sie mir da. Ach du Scheiße.
soll ich denn da machen? Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Weg zum Ostflügel sind streng und du wirst aufgehalten werden. Also versuch nicht gleich durchzukommen. Ah, okay, Virgil deaktiviert sie wohl. Sobald der Weg frei ist, solltest du dich in den Ostflügel begeben. Pass auf, in diesen Etagen bist du nicht allein. Du wirst nicht einfach durchkommen. Doch wenn du am Ball bleibst, kannst du ihn einschritten. 87. Etage. Dies ist der Finanzflügel. Die Leute, die hier arbeiten, sind kaum noch menschlich. Sie wurden so sehr verdorben, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Eines Tages wird die ganze Menschheit wie diese armen Wesen von Mordus versklavt sein. Ah. Also das ist die Wirtschaftshölle. Warte mal, das testen wir doch gleich mal. Na, komm mal her. Nein, zu spät. Ich hab was zurückgeschleudert. Oder geht das echt nur mit der Axt? Den Schuss von der Axt. Kann ich nur den zurückschleudern? Nee, nicht. Ja. Ah, ja, endlich Feierabend mit von dir. Von hier aus musst du es auf die nächste Etage schaffen. Was steht da? Dürren Moor. Ach, so kann man auch die Spinnen leichter erledigen. Was? Greed is cowardly. Ah! Gefunden. Hier ja, komme ich auch nicht längs. Oh, steht da. Alter, ich bin da. Hier ist nichts drin. Warum habe ich den Raum aufgemacht? Ach doch, falsch bin. Mein
Gott, hier sind ja ganz viele Ungeziefer. Mundus, du brauchst mal einen Klempner hier. Hier gerade gar nichts mehr. Ah, da. Was hat sie gesagt? 105. Etage. Übergang. Ja. Etage 105. Du willst zur 106. Etage. Was du auch tust, steig nicht bei der 105. Etage aus. Dort warten zu viele. Oh, Scheiße! Bin ich hier auch? Ja, toll, ich bin nur aber in der 5. ausgestiegen. Dann eben nicht allein. Nee, da gehe ich jetzt nicht rüber. Komm. Okay, jetzt gibt es kein Zurück. Können wir wieder unsere schöne Taschenattacke machen. Oh, die Schrotgewehr ist so geil hierfür. Doppelteam, Typ fortgeschritten. Ah, warte mal. Wie kann ich damit ablenken? So, Nummer 1 ist tot. Hey! Nummer 2 ist tot. Komm ich dann da jetzt hin? Irgendwo wieder hochziehen, wa? Ja, da. Was? Kill? Da soll ich rein. Mal gucken, ob hier hinten noch was rumliegt. Nur Spinnen. Okay, mal gucken, was uns dort erwartet. Oh nein, das tust du nicht! Nein! Oh mein Gott, bin ich dämlich. Hier ist aber auch rein gar nichts, ne? 106. Okay, besiegt. Okay, wir können weiter. Dort fliegen wieder nur Kisten rum. Hier ist auch nichts weiter. Gut.
Eieieiei. Ja! Hab's auf jeden Fall durchgeschafft. Was sind Boxen hier? Das war's? Jetzt sind wir wieder bei 105. Oh nee, komm ich denn jetzt hier wieder hoch? Ja. Nein! Hey, wieso dreht sich die Kamera auf einmal? Komm schon, Warte. Halt durch, Dante. Warte, pass bloß auf, dass du nicht den Schutzmechanismus auslöst. Bingo. Nicht Bingo. Verdammt! Virgil, du darfst dich nicht in den Limbus zerren lassen. Sonst können wir die Server nicht mehr hacken. Wenn du erwischt wirst, ist alles aus. Ich kann es schaffen. Boah, was? Wie soll ich das denn machen da? Ach so, rüberfliegen, alles klar. Okay, das war zu früh. Ja, hab's geschafft. Wuhu! Oh nein, nicht schon wieder. Yes, der ging aber schnell kaputt. Nee, dahin. Virgil wird sich im Hauptaufzug treffen. Gut, dann gehe ich zu ihm hin. Wirst du dich mit Virgil treffen? Scheint, als hätten wir Cat unterschätzt. Ich nicht. Sie bedeutet dir viel was. Dabei hast du mal gesagt, dir wäre alles scheißegal. Nimm den Aufzug zur 154. Etage. Hier, Dante, nimm das. Was ist es? Ich habe es einem Sicherheitsbeamten abgenommen. Es ist eine dämonische Waffe. Im Limbus ist die sehr mächtig. Danke. Virgil, du begibst dich in der echten Welt bis zur Mundeskammer. Spring. Dante, vom Limbus neue Waffe freigeschaltet. Cabo Loi. Also musst du den Westflügel nutzen. Alles klar.